Huhu, Leute, ich bin Flasho, willkommen zu Let's Play 4 Extraction Point. Wir sind im Level Schwarzes Herz und befinden uns immer noch in einer Art alten Irrenanstalt. Wurden im letzten Video hier von Alma gefangen, wurden dann aber kurz bevor wir tot waren oder kurz bevor wir zerquetscht worden sind von den Wänden, die auf uns zukamen, wieder befreit und wollen jetzt mal gucken, was hier noch auf uns wartet. Bisher ist in dieser Geisterwelt nicht viel passiert, außer dass wir ziemlich viele gruselige Sachen gesehen haben und immer mal wieder von diesen fliegenden Geistern angegriffen worden sind, von denen da. Aber wir sind natürlich für unsere Minigun absolut gar kein Problem. Von daher ist das Ganze zumindest vom Spielschwierigkeitsgrad hier überhaupt nicht so schwer. Das geht eigentlich super leicht. Allerdings ist das hier schon echt nicht schlecht gruselig, muss ich sagen. Sehen wir jetzt wieder diese Türen, die alle zu sind. In sowas waren wir schon mal. Darum, da kommt die kleine Alma und die große Alma. Jetzt ist natürlich die Frage, was bedeutet das? Müssen wir jetzt drauf schießen oder nicht? Und jetzt sind sie weg. Gut, in 4-1 mussten wir drauf schießen, jetzt sind sie da hinten. Ich gehe einfach mal auf die zu. Das ist jetzt nämlich die kleine Alma, die lieb zu uns ist, die uns immer hilft. Und die große Alma, die uns immer töten will. Und wir wissen jetzt, die sind auf jeden Fall zwei verschiedene und sie laufen jetzt hier aufeinander zu. Mal gucken, entweder kämpfen sie gleich oder sie vereinigen sich oder keine Ahnung, was auch immer. Wir sind auf jeden Fall in der Nähe. Wir gehen noch weiter auf sie zu und jetzt haben sie sich vereinigt und wir sind wieder draußen. Und vor allem, was hier direkt auffällt, das ganze Blut ist weg. Oh. Falls Sie mich hören können, gehen Sie nach oben. Ein Helikopter erwartet Sie. Und ich glaube, das allererste Mal in 4 Extraction Point haben wir wieder Funkkontakt mit unserem Einsatzleiter, mit diesem Rowdy Batters oder wie der heißt. Den haben wir, glaube ich, in diesem Spiel noch kein einziges Mal gehört. Und jetzt das erste Mal haben wir wieder Funkkontakt. Und das ganze Blut ist weg. Ey Leute, das kann nur eins bedeuten. Ich glaube, wir haben das Spiel geschafft. Ich glaube, wir sind durch. Und vor allem ist hier ja wieder alles in Ordnung. Hier ist ja wirklich nichts Böses mehr. Das heißt, eventuell ist es jetzt wirklich vorbei. Die kleine Alma und die große Alma haben sich vereinigt, sind jetzt wieder eins und alles ist wieder lieb. Hier ist absolut nichts Schlimmes mehr. Und eventuell hat das Spiel jetzt tatsächlich ein Happy End und es ist alles vorbei. Das wäre es natürlich. Das wäre zumindest mal außergewöhnlich. Was mir allerdings ein bisschen Angst macht, ist, dass da jetzt gerade ein Health Pack lag und hier ein Reflexbooster liegt. Ja, wie sagt man so schön, man soll den Tag nicht vor dem Abend loben und eventuell kommt jetzt doch noch was, aber zumindest ist der ganze Gruselspuk schon mal vorbei. Und ob das jetzt gut oder schlecht für uns ist, dass Alma sich gerade verbunden hat, dass sich die beiden Almas zusammengefügt haben, das wissen wir noch nicht. Aber hier ist auf jeden Fall dieser Fahrstuhl und den können wir dann jetzt hoffentlich nach oben nehmen. Ich lade lieber mal nach. Und wir sind im nächsten Level. Intervall 06. Epilog, Epilog. Geil, wir sind im Epilog. Epilog heißt, das ist wirklich, ja, der Abspann im Prinzip nur noch. Situation. Der Landeplatzaufzug funktioniert wieder. Der SSEGD-Koordinator hat Kontakt hergestellt und sie zum Evakuierungspunkt auf dem Dach des Krankenhauses geleitet. Es wurden keine weiteren überlebenden 4- oder SSEGD-Agenten gefunden. Na, so eine Scheiße. Rücken Sie mit äußerster Vorsicht vor. Also es war zumindest, das bedeutet jetzt zumindest schon mal, es war kein Traum, den wir hatten. Weil es war jetzt auf einmal, das ganze Blut war ja weg. Also selbst als wir nicht in der Traumwelt waren, war ja alles voller Blut. Und jetzt auf einmal war es weg, dass man denken könnte, es war wie so ein Traum, aber jetzt hier steht wirklich, es wurden keine überlebenden 400 SSEGD-Agenten gefunden. Das heißt, die sind tatsächlich tot. Und es war doch nicht alles nur ein Traum, aber immerhin. Gehen Sie zum Evakuierungspunkt auf dem Dach und fliehen Sie. Okay, machen wir das. Aufpassen! Aufpassen, okay, vielleicht kommt jetzt doch noch ein Kampf. Halten Sie nach dem Black Hawk Ausschau. Denn ja, hier gibt es nochmal Lebenspunkte. Das heißt, es kommt jetzt eventuell doch nochmal so eine Art Boss-Battle. Hier sind nämlich auf jeden Fall Tote. Das heißt, es könnte nochmal so eine Art Boss-Battle kommen. Du solltest es mittlerweile besser wissen. Ja, da steht nämlich Paxton Vettel. Du solltest es mittlerweile besser... Oh ja, schön. Jetzt kommen sie hier von überall. Das heißt, das ist jetzt wahrscheinlich hier wieder so eine Durchhaltemission.
kann ich mir zumindest vorstellen, dass es das ist. Aber hier liegt ziemlich viel Zeug rum. Das ist schon mal gut. Das heißt, wir können hier schon mal nicht sterben. Eigentlich, wenn wir uns nicht doof anstellen. Aber die kommen von überall. Das ist natürlich fies. So. Gucken, von wo kommt es als nächstes? Von da oben immer noch. Und rechts von mir habe ich auch was gehört. Da. Zack. Da ist gerade richtig was draufgegangen. Aber wir haben keine Rüstung mehr. Wir müssen uns jetzt mal nach Rüstung umgucken. Vielleicht liegt hier noch irgendwo was. Hier liegt Rüstung, sehr gut. Es scheint sogar ein längeres Boss-Battle zu sein, so viel wie hier rumliegt. Der ist schon mal tot. Wir schmeißen einfach ohne Ende Granaten an uns. Oh, jetzt hat die Musik aufgehört. Der Blackhawk ist da. Sie müssen gleich Sichtkontakt zum Evakini haben. Hier ist alles tot. Sehr gut. Hier kriegen wir nochmal einen Health Pack. Okay, brauchen wir nicht unbedingt. Oh, da oben ist noch was. Oh nö, und auch noch so ein Heavy-Typ. Egal, wir schießen jetzt einfach alles rein, was wir haben. Unsere letzte Munition. Oh scheiße, die knarren es alle. Alles klar, dann heißt es jetzt Minigun gegen Minigun. Wer kann besser mit der Minigun umgehen? Haben wir noch irgendwas zum Schmeißen? Nee, ne? Die Entfernung ist die sinnlos, die Waffe. Der bringt die leider nicht so viel auf die Entfernung. Aber der sieht tot aus. Nestmutter, hier ist Birdie. Wir sind am Boden. Okay, es sieht so aus, als ob wir es geschafft haben. Das war jetzt hier nochmal der letzte krasse Kampf. Hoffe ich zumindest. Aber wir haben ihn geschafft. Den letzten Kampf. Aber wir gehen trotzdem vorsichtig vor. Da ist der Hubschrauber, den wir nehmen müssen. Wenn wir Glück haben, kommen wir jetzt hier weg. Wir sind überall tote SSNGD-Leute, toll. Die Beeilung, hätten auch damit wir schnellstens hier raus können. Die hätten auch noch mit evakuiert werden können. Leider ist hier alles tot, egal. Aber so wie ich das Spiel kenne, passiert das gleich wieder irgendwas. Und oh ja, was habe ich gesagt? Schön. Oh ja, klasse. Ist ja in diesem Spiel nicht oft genug passiert, dass der Hubschrauber explodiert. Ja, klasse, Leute. Habt euch ja mal wieder was Innovatives einfallen lassen. Sie wollten ihre Sünden begraben und pflanzten stattdessen die Saat ihrer Vernichtung. Aber vielleicht ist das trotzdem der Abspann und das Spiel ist zu Ende. Aber sie wird nicht vergessen sein. Dafür werden wir sorgen. Sie werden sterben. Alle. Oh, die ganze Stadt brennt. Schön. Oh, und das ist der Abspann. Es wird Krieg geben. Ich sehe es in meinen Träumen. Feuer, das die Erde verschlingt. Tote auf den Straßen. Städte zerfallen zu Staub. Vergeltung. Okay. Genau diesen Spruch, den er jetzt am Ende gesagt hat, diese Städte zerfallen zu Staub, ich sehe Tote auf den Straßen, meine Mutter ist eine hässliche alte Schlampe, Vergeltung. Das hat er schon mal gesagt. Ich weiß nicht, ob es hier am Anfang von 4 Extraction Point war oder ob es noch im 4 Hauptspiel war, aber das hatten wir schon mal gehört. Ja, und jetzt sind wir hier bei den Credits, das heißt, wir sind durch, wir haben das Spiel geschafft. So viel steht schon mal fest. Ja, was ist jetzt überhaupt in diesem Spiel passiert? Am Ende hat sich Alma, haben sich beide Versionen von Alma wieder vereinigt. Alles war wieder in Ordnung. Aller Grusel war weg. Wir sollten evakuiert werden. Auf dem Dach kam dann Paxton Fettel noch ein letztes Mal, hat alle seine Replikasoldaten uns entgegengeschmissen. Allerdings konnten wir sie besiegen, bis der Blackhawk Evakuierungshubschrauber Hubschrauber kam.
Und als wir gerade evakuiert werden sollten, ist der Hubschrauber mal wieder zum, ich glaube, 1000. Mal in diesem Spiel, dass ein Hubschrauber explodiert, explodiert, hat uns nach hinten gefetzt. Wir haben es mal wieder überlebt, gerade so sind wieder in unserer eigenen Blutlache aufgewacht zum ebenfalls 5000. Mal. Und dann kam der Abspann, dass Paxton Vettel gesagt hat, die Städte werden zu Staub zerfallen und alle werden sterben. Und wirklich komplett alle. Naja, wir wissen jetzt nicht so richtig, was das jetzt bedeutet, denn wir leben auf jeden Fall noch, aber wir haben es mal wieder nicht geschafft, evakuiert zu werden. Außerdem lebt Paxton Vettel auch immer noch mit seiner Replikantenarmee, die Stadt brennt. Das heißt, so ein richtiges Happy End gibt's eigentlich nicht. Es ist im Prinzip ein offenes Ende. Es ist kein schlimmes Ende, aber es ist auch kein gutes Ende. Also, es lässt auf jeden Fall Platz für weitere Teile und vor allem auch für Spekulationen, was das jetzt bedeuten könnte. Das Problem an der Sache ist nur, dass wir das Spiel jetzt so viele Jahre nach Release spielen, dass wir wissen, da kam kein Teil mehr danach. Zumindest kam kein Teil mehr, der diese Story fortsetzt. Es kommt natürlich noch ein Add-on, Mission Perseus, was ich als nächstes spielen werde. Allerdings spielt dieses Spiel, dieses Add-on, parallel zu den Ereignissen von 4 und 4 Extraction Point. Das heißt, das führt schon mal nicht diese Story weiter. Und die Spiele 4.2 und 4.3, die spielen ja eine komplett andere Zeitlinie. In diesen Spielen passieren ja komplett andere Sachen und die vertragen sich ja gar nicht mit der Zeitlinie hier. Das heißt, da ist ja das Spiel wird da ja ganz anders fortgeführt. Das heißt, hier dieses Spiel zu diesem Zeitpunkt jetzt wird bis 2012, zum jetzigen Zeitpunkt, wo ich dieses Let's Play hochlade, nicht weitergeführt. Was natürlich blöd ist, wenn man bedenkt, dass das Spiel schon 2004 rausgekommen ist, das heißt vor 8 Jahren. Und darum kann man davon ausgehen, dass da nicht mehr groß was in diese Richtung kommen wird. Das heißt, wir müssen uns jetzt damit abfinden, dass diese Geschichte einfach unabgeschlossen bleibt, dass diese Geschichte wirklich jetzt so offen bleibt, wie sie ist. Wir wissen nicht, was passiert ist, wir wissen nicht, was mit dem Point Man passiert ist, wir wissen nicht, was mit Alma passiert, wir wissen nicht, was mit Paxton Vettel passiert und was überhaupt mit der Welt passiert, ob jetzt Alma und Paxton Vettel die Weltherrschaft an sich reißen, ob Alma jetzt lieb oder böse ist, nachdem sie sich so zusammengefügt hat. Wir wissen es einfach nicht. Und darum müssen wir uns damit abfinden, dass diese Geschichte jetzt einfach offen bleibt. Und naja gut, es ist ja oft so, dass Geschichten offen bleiben, ist ja auch oft in vielen Filmen so. Gerade haben wir ja hier in diesem Spiel sehr viele Parallelen zu Silent Hill gefunden. Und Silent Hill bleibt ja auch größtenteils immer offen in den Spielen und auch im Film. Von daher passt das schon zu einem Horrorspiel, dass die Geschichte offen ist oder nicht ganz so ein glückliches Happy End ist. Ist ja auch oft in Horrorfilmen so. Von daher ist das schon in Ordnung. Und man kann natürlich viel spekulieren, was passiert. Wie geht's jetzt weiter? Bleibt natürlich schön offen für vielleicht Fan-Erweiterung oder Fan-Geschichten. Wie könnte es jetzt weitergehen? Was passiert wohl? Ist natürlich auch nicht schlecht. Von daher ist das schon in Ordnung hier. Aber trotzdem irgendwie schade, dass wir nie die Gewissheit haben, wie es jetzt wirklich ausgegangen ist. Naja, so jetzt ein kleines Review zum Spiel selbst. Solange hier der Abspann noch läuft, was kann ich zum Spiel sagen? Ich muss sagen, es hat mir wirklich sehr gut gefallen. Nicht nur sehr gut, es hat mir sogar außergewöhnlich gut gefallen. Ich muss sogar ehrlich sagen, dass jetzt 4 Extraction Point sogar fast das bessere 4 war. Im Gegensatz zum Hauptspiel, muss ich ehrlich sagen. Hört sich vielleicht ein bisschen blöd an und vor allem meistens von Add-ons und Erweiterungen ist man ja nicht so Gutes gewohnt und meistens ist es so, dass die Teile nach dem Hauptteil eigentlich immer kacke waren. Aber hier muss ich sagen, Extraction Point hat hier echt das Potenzial, dem Hauptspiel den Rang als besseres Vierspiel abzulaufen. Denn wenn wir mal so ein bisschen überlegen, die Action war in diesem Spiel um einiges größer, die Kämpfe waren viel größer als in 4, also es kamen viel mehr Gegner, es kamen neue Gegner, es kamen viel stärkere Gegner, es gab neue Waffen und es war auch generell schwerer, so vom Action-Teil, vom Kampfteil her, muss ich sagen. Also das war auf jeden Fall schon mal besser als im Hauptspiel. Im Hauptspiel war es ja so, da kamen vielleicht immer mal so Gruppen von 2, 3 Replikasoldaten, die hat man getötet. Dann kam wieder einmal Alma, die hinter einer Scheibe stand. Dann kamen wieder 2, 3 Replikasoldaten.
Und das war hier schon um einiges anders. Also ich muss sagen, der Action-Teil, der hat mir hier besser gefallen. Aber gut, 4 ist nun mal kein richtiges Actionspiel, sondern eher ein Horrorspiel, ein Gruselspiel. Aber auch hier muss ich sagen, der Horrorteil hat mir auch hier besser gefallen. Ich meine, gut, damals, als man 4.1 das Hauptspiel gespielt hat, da fand man das Spiel wirklich gruselig. Man hat sich erschrocken, es gab gruselige Szenen, aber wenn man jetzt mal mit 4 Extraction Point im Hinterkopf überlegt, was war damals überhaupt im 4 im Hauptspiel, dann kommt man zu dem Schluss, dass damals gar nicht so viel war. Denn was ist damals in 4 im Hauptspiel passiert? Alma stand hinter einer Ecke. Alma stand hinter einer Scheibe. Alma ist vor uns in einem Gang entlang gelaufen. Paxton Vettel stand um eine Ecke. Ja, immer nur solche Sachen. Es war im Prinzip immer das Gleiche, dass man Alma gesehen hat, wie sie vor uns herläuft, wie sie irgendwo stand, wie sie sich aufgelöst hat, wie sie auf einmal hinter uns war. Es war im Prinzip immer das Gleiche und wenn man mal wirklich überlegt, nicht jetzt so gruselig. Man hat sich zwar in dem Moment immer erschrocken und dachte, boah, 4 ist voll das krasse Gruselspiel, aber wenn man jetzt Extraction Point gespielt hat, mit diesen ganzen Gruselszenen, wirklich diese Räume, die voller Blut sind, wo man dann von diesen Geistern angegriffen wird, überall stehen diese Silent Hills rum, die man überall mal wieder in der Ecke sieht, die total gruselig sich bewegen und sich dann auflösen, wie vor den Augen von einem, die lieben Leute wie Douglas Holliday zerfetzt werden. Wie viel öfter die Ninjas kommen. Wie man am Ende in dieser Irrenanstalt ist, die wirklich richtig gruselig ist, diese Irrenanstalt. Ja, also ich muss sagen, es war um einiges gruseliger. Auch diese eine Krankenschwester, die auf einmal so vor einem an die Scheibe gepappt worden ist im Krankenhaus am Ende, die dann so komisch gezappelt hat. Oder wie dieses eine Monster auf die Tür zurennt und dieses fast kaputt macht und sich dann in so einen Geist umwandelt. Ich muss sagen, die Gruseleffekte waren hier in Extraction Point um einiges intensiver als in 4, finde ich. Jetzt haben wir hier sogar auch die Credits hinter uns gebracht und sind wieder im Hauptmenü. Gut, ich dachte, jetzt kommt eventuell noch was, so wie bei 4 Hauptspiel. Da kam ja auch noch mal kurz was, aber hier nicht, okay. Aber das will ich jetzt noch kurz in diesen Gedankengang zu Ende fassen. Also wie gesagt, auch die Gruseleffekte fand ich hier in Extraction Point intensiver. Wie gesagt, damals in 4 ist einem das noch nicht so aufgefallen, weil man da keinen Vergleich hatte. Aber jetzt mit dem Vergleich zu Extraction Point fand ich es hier besser. Das heißt, sowohl Action als auch Grusel war hier in 4 besser. Zumindest ist das meine Meinung. Ich würde gerne mal in den Kommentaren eure Meinung hören, wie ihr das fandet. Aber ich muss sagen, in diesen beiden Punkten ist 4 Extraction Point das bessere 4, obwohl es nur ein blödes Add-on ist eigentlich. So, jetzt kommen wir aber zu dem einen großen negativen Punkt, der wirklich ein großer Negativpunkt ist und der im Prinzip die beiden anderen Punkte wieder wettmacht und dann 4 Extraction Point letztendlich doch wieder nur ein Add-on sein lässt. Und zwar, das ist die Storytiefe. Und die ist hier wirklich, finde ich, ziemlich schlecht gewesen. Denn, seien wir mal ehrlich, wie war die Story in Extraction Point? Die Stadt ist explodiert, ihr habt es geschafft, irgendwie zu überleben, ihr wollt aus der Stadt raus, findet den Extraction Point. Das ist von dem ersten Map bis zur letzten Map im Prinzip das einzige Story-Element. Gut, zwischendurch findet man noch Douglas Holliday, man muss Jin Sung Kwon retten, aber im Prinzip sind das nur so Nebenaufgaben, die man mal eben miterledigt, während man sich eh einfach nur zum Evakuierungspunkt begibt. Das heißt, von Anfang an bis zum Ende ist das einzige Ziel, die einzige Story, dass man aus der Stadt evakuiert wird. Und auch generell findet man nicht viel neue Sachen heraus. Man weiß nicht, was ist jetzt mit Jankowski passiert. Die Story wurde mal zwar kurz angeschnitten, aber ging nicht wirklich weiter. Und wir finden auch generell nichts Neues raus. Wir finden nichts weiter raus über Alma, nichts über Paxton Vettel. Wir finden nicht raus, was noch mit Armekim passiert ist. Also wir finden nichts über Project Origin raus und die anderen Projekte. Wir finden einfach nichts Neues raus. Alles, was man weiß, wer ist Alma, wer sind wir, Paxton Vettel ist unser Bruder, Alma ist unsere Mutter. Alles stammt von Armekim. Alma ist da so ein Prototyp, die telepathisch begabt ist. Das Projekt heißt Project Origin. All diese Informationen, die wir haben, die gab es alle im Hauptspiel. Und in Extraction Point gab es jetzt im Prinzip nichts Neues dazu. Es wurden zwar immer mal wieder Sachen angeschnitten, aber im Prinzip haben wir nichts Neues rausgefunden. Gut, Jin Sung Kwon ist nun tot, Douglas Holliday auch, und wir haben es mal wieder nicht geschafft, evakuiert zu werden. Aber wirklich storymäßig ging es nicht wirklich weiter, es war nichts Interessantes und wir haben nichts Neues gelernt. Und das muss ich dem Spiel wirklich als großen Negativpunkt ankreiden.
dass es wirklich einfach nur ein Action- und Gruselspiel ohne Story war. Und das ist auch der Grund, was halt wirklich meine Wertung für Extraction Point wieder extrem nach unten zieht. Und letztendlich, ja, was bei 4, bei dem Hauptspiel, viel, viel besser war. Auch schon allein, dass wir da alles in 4 im Hauptspiel gefunden hatten. Wir hatten da diese Laptops, die total viele Informationen hatten. Wir hatten ohne Ende von diesen Anrufbeantworter-Telefonen hatten wir, auch wenn da der Großteil scheiße war und nichts brachte. Aber trotzdem haben wir viel mehr Sachen kennengelernt, als jetzt hier in diesem Spiel. Also muss ich letztendlich sagen, 4 Extraction Point ist ein Spiel, was auf jeden Fall Spaß gemacht hat, was auch wirklich sehr gut ist, was ich auch auf jeden Fall empfehlen kann, was gut in die, was gut auf jeden Fall in die 4-Geschichte und in die 4-Reihe reinpasst. Es hat einen sehr guten Action-Anteil, es hat einen sehr guten Gruselanteil, aber dafür einen schwachen Storyteil. Also im Prinzip müsste man, ja, wie man es eigentlich auch macht, 4 spielen für die Story und 4 Extraction Point für die Action und den Grusel. Von daher ist das schon gut, dass das hier so beides hintereinander ist, Hauptspiel und Add-on. Das passt wirklich gut, darum kann ich es auch nur empfehlen, beides zu zocken, hintereinander, so wie ich es jetzt gemacht habe. Aber vor uns liegt ja noch ein Add-on, nämlich Mission Perseus. Vielleicht hat es dieses Add-on besser gemacht und vereinigt im Prinzip 4 und Extraction Point in einem epischen dritten Add-on. Wir werden es auf jeden Fall rausfinden demnächst. Ich werde jetzt kurz ein kleines anderes Projekt dazwischen schieben, bevor wir weitermachen. Aber ihr müsst nicht lange warten, bis es mit Mission Perseus weitergeht. Und wir dann auch zumindest die 4.1-Reihe damit abschließen und dann nur noch 4.2 und 4.3 vor uns liegt. Aber wann das kommt, weiß ich noch nicht. Ich verabschiede mich jetzt mit diesen Worten erstmal. Ich bin gespannt, wie eure Kommentare dazu sind. Und ich sage jetzt hier erstmal Tschüss. Ciao, Leute.